MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Es ist eine Falle. Wer kennt diesen genialen Satz als Star Wars Fan nicht? Er stammt von Admiral Akbar, mit Vornamen auch Jeel genannt, was viele gar nicht wissen, denn er ist halt ein Admiral und wurde halt normalerweise Admiral Akbar genannt. Ich habe, by the way, keine Ahnung, ob das jetzt mit Jeel richtig ausgesprochen wurde. Jedenfalls, Jeel Akbar war ein Mon Calamari vom Planeten Mon Cala oder auch Duck genannt, der während der Klonkrieger einen Aufstand der Quarren gegen den Prinzen Leecha abwehrte. Die Quarren waren, by the way, eine weitere Spezies auf dem Planeten Mon Cala. Nach dem Aufstieg des Galaktischen Imperiums unterstützte er schließlich die Rebellenallianz, für die er als Admiral in der Schlacht von Endor die Rebellenflotte befehligte, welche siegreich aus dem Kampf hervorging. Außerdem nahm er an der Schlacht von Jakku teil, wobei die Neue Republik das Imperium endgültig besiegen konnte. Ein paar Jahrzehnte später überzeugte Generalin Leia Organa Akbar, der sich im Ruhestand auf Mon Cala befand, sich ihrem Widerstand gegen die Erste Ordnung anzuschließen. Was dann geschah, wissen wir, denke ich, alle. Wie konnte Rian Johnson einfach seinen Tod verantworten? Er ist ja sowieso nicht so ein oft vorkommender Protagonist wie Luke, wo man sagt, dass die neuen Charaktere in den Fokus müssen und er deswegen stirbt. Aber egal, lassen wir das. Wenn man sich also die Star Wars Filme reingezogen hat, weiß man mehr oder weniger über Admiral Akbar Bescheid. Doch heute soll es unter anderem darum gehen, was der Bursche so vor dieser Zeit getrieben hat, also zu Zeiten der Klonkriege, und vor allem, was hat es mit diesem Planeten Duck und seiner Spezies auf sich? Nachdem Riff Tamsin, ein Kommandant der Separatisten aus Kakaris, den König von Mon Cala, Yos Kalina, ermordet hat, sollte sein Sohn Leecha der nachfolgende König von Mon Cala werden. Das fanden die Quarren, eine weitere Spezies, welche den Planeten bevölkert, aber nicht so prickelnd, und so kam es zu einem Bürgerkrieg. Auf der einen Seite Count Dooku, der natürlich letztendlich von Palpatine benutzt wurde, welcher wiederum Riff Tamsin beauftragte, eine anhaltende Separatistenpräsenz auf dem Planeten zu etablieren, indem man wiederum die dortigen Quarren ausnutzte, um die Mon Calamaris zu entmachten. Count Dooku versprach ihnen im Gegenzug den Thron auf Duck. Auf der anderen Seite der Prinz Leecha, Admiral Akbar, Anakin, Ahsoka, Kit Fisto, Padme, eine Einheit Klonkrieger und Gungans. Der Bürgerkrieg wütete, Akbar als Captain unterwies den unerfahrenen Prinzen. Und als es aussichtslos schien, ermutigte der Prinz Leecha Akbar nicht aufzugeben und ließ sich gefangen nehmen. Der Plan des Prinzen, die Quarren davon zu überzeugen, sich wieder mit den Mon Calamari zu verbünden, hatte Erfolg und somit besiegten sie die Separatisten und Leecha erhielt wieder seinen Platz als neuer König. Das war ein Bürgerkrieg auf Mon Cala, doch was war das für ein Planet und was hat es mit Akbars Spezies auf sich? Die Mon Calamari sind eine amphibische Spezies mit lachsfarbener Haut, wobei die Farbe durchaus variiert. Sie verfügen über schwimmfähige Hände, haben hohe gewölbte Köpfe mit großen fischähnlichen Augen. Ähnlich wie bei anderen Amphibien werden sie in einem Kaulquappenstadium nur mit Kieben geboren, während sie im Erwachsenenalter eine Lunge entwickeln. Ihre Lungen sind extrem leistungsfähig und ermöglichen ihnen, für eine lange Zeit unter Wasser zu bleiben. Aufgrund ihrer Nähe zum Wasser nahm die Wissenschaft der Mon Calamari mit einfacher Fischzucht und dem Anbau von Seetang ihren Anfang. Ihr wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt entwickelte sich nur sehr langsam, da es schwierig war, die erforderlichen Materialien vom Planetenkern zu beschaffen. Dieser Umstand war beseitigt, als sie später die Unterstützung ihrer Mitbewohner, den Quarren, die in den Tiefen des Ozeans leben, in Anspruch nahmen und sich zu einer symbiotischen Beziehung mit ihren Bewohnern einließen, zumal die Quarren aufgrund ihrer anatomischen Beschaffenheit imstande waren, tief in die Meere zu tauchen und dort Mineralien abzubauen. Den Mon Calamari wird vor allem ihre Friedfertigkeit nachgesagt. Sie sind reserviert, ausgeglichen, extrem aufnahmefähig und stets konzentriert. Sie sind eine positive, zukunftsorientierte Spezies mit kulturellen Zielen im Namen der Gerechtigkeit, die sich selbst als Leiter und Anstifter der galaktischen Harmonie betrachten. Mon Calamari sind berühmt für ihre Entschlossenheit und ihr Engagement, das nicht selten hartnäckig wirkt.
Ihr Naturell ist heldenhaft und idealistisch, da sie Aufgaben annehmen, die anderen Wesen schlichtweg hoffnungslos erscheinen. Sie sind der Ansicht, den richtigen Weg zu gehen, was sich auch darin zeigt, dass sie eine getroffene Entscheidung äußerst ungern revidieren. Als die Mon Calamari ihre erste Reise in den Weltraum unternahmen, stellten sie mit großem Enthusiasmus und Aufregung Kontakt zu anderen galaktischen Bewohnern her. Zusammen mit dem Quarren bekamen sie schließlich ein Mandat im galaktischen Senat der Galaktischen Republik. Gegen Ende des Krieges zwischen dem Sith-Imperium und der Republik im Jahr 3653 vor der Schlacht von Yavin war sogar ein Mon Calamari deren oberster Kanzler. In den Tagen des Aufstiegs des galaktischen Imperiums schloss sich unter Senator Mina Tilz eine Anzahl von Senatoren zusammen, um gegen den zunehmenden Machteinfluss von Kanzler Palpatine vorzugehen. Nachdem sich kurz darauf Palpatine selbst zum Imperator ernannte und die Republik in das Imperium umgestaltete, bemerkten die Mon Calamari ihren tödlichen Fehler. Der Imperator versklavte die Mon Calamari und ihr planetarer Schutzschild wurde von einigen verstimmten Quarren deaktiviert, sodass das Imperium den Planeten eroberte. Sowohl die Quarren als auch die Mon Calamari arbeiteten als Sklaven für das Imperium, wobei einige Mon Calamari eine noch im Untergrund agierende Widerstandsbewegung organisierten. Als das Imperium davon erfuhr, zerstörte es drei ihrer schwimmenden Städte, um den Widerstand zu brechen. Allerdings schürte dies die Entschlossenheit unter den rebellierenden Mon Calamari. Mit einfachen Küchenmaschinen, Handwerkzeug und anderen Waffen schlugen sie zusammen mit dem Quarren und der Unterstützung der Rebellenallianz die imperialen Besatzungstruppen zurück. Anschließend wurde Duck zu einer der ersten Welten, die sich der Allianz anschloss. Seit diesen Tagen herrscht eine große Kluft zwischen den Quarren und den Mon Calamari, die einerseits aus der Zeit der Klonkriege, als sich die sogenannte Quarren-Isolationsliga gegen ihre Mitbewohner auflehnte, und andererseits vom Deaktivieren des planetaren Schutzschilds sowie zahlreicher anderer Differenzen ergeben hat. Um die Gesellschaft auf Duck aufgrund dieser Rivalitäten nicht in Mitleidenschaft zu ziehen, haben sie eine effiziente Regierung organisiert, welche sich am System der Galaktischen Republik orientiert. Die Mon Calamari und Quarren wählen jeweils ihren Repräsentanten, der sich sowohl für die Rechte und Bedürfnisse seiner Artgenossen als auch für ein friedliches Leben in Koexistenz zwischen den beiden Spezies einsetzt. Die Mon Calamari waren auch maßgeblich an der Befreiung der Galaxis von Palpatines Machteinfluss beteiligt. Ein Vertreter dieser Spezies, der sowohl die gesellschaftlichen Strukturen, die selbstlose Mentalität als auch den Freiheitskampf der Mon Calamari repräsentierte, war Admiral Akbar. Als herausragender Taktiker der Rebellenallianz in der neuen Republik stellte er sich so lange in den Dienst des Friedens und der Gerechtigkeit, bis er körperlich nicht mehr in der Lage dazu war und sich zur Ruhe setzte. Was dann Jahrzehnte später passierte, wisst ihr ja bereits. Hinter den Kulissen war Akbar in den jährlichen Wahlen der beliebtesten Star Wars Charaktere immer unter den Top 20. Für das Aussehen des Mon Calamaris orientierten die Kostümdesigner sich an Kraken. Und falls euch seine Stimme bekannt vorkommt, liegt das womöglich daran, dass er von der Bud Spencer Synchronstimme von Arnold Marquis synchronisiert wurde. By the way, im Arabischen bedeutet Akbar so viel wie groß. Allahu Akbar heißt übersetzt also Gott ist groß. Im Mon Calamarischen bedeutet Akbar hingegen selbstloser Diener, was ziemlich gut passt, finde ich. Allahu Akbar! Oder es kommt halt vom indischen Großmogul Akbar, aber ich finde ersteres irgendwie besser. Akbars Zeile "It's a trap" oder auf Deutsch "Es ist eine Falle" hat heutzutage Kultstatus erreicht und es wird häufig darauf angespielt, wie zum Beispiel in der Sitcom The Big Bang Theory. Ich bin heute auch wie ein Straßenpenner angezogen. Oh, Mimikrie, ich ahm auch gern andere nach. Ich arbeite an Admiral Akbar aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Es ist eine Falle. Du musst dich mir mit einem großen Fischkopf vorstellen. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle! Die Mon Calamari haben lange, flossenartige Füße und trotzdem sieht man den lieben Herrn Akbar in Rückkehr der Jedi-Ritter, wie er weiße, menschengroße Schuhe trägt. Ja, ist klar, Bruder!
An irgendwas erinnert mich der Name Mon Calamari. Ach ja, der Name entstand nämlich aus einem Witz. Der Erfinder dieser Spezies, Phil Tippett, nannte sie nach seinem Mittagessen Calamari oder auch Tintenfisch genannt. Jo Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentarsektion, wie ihr so den Charakter Admiral Akbar findet. Habt ihr da eine Meinung zu? Dann ab damit in die Kommentare. In der Beschreibung habe ich euch oben einen Link hingepackt, der zu einem Admiral Akbar Wackelkopf führt. Das ist ein Amazon Ref-Link, genau wie alle anderen in der Beschreibung. Wenn ihr irgendwas Beliebiges, wie zum Beispiel eure Privateinkäufe oder halt zum Beispiel diesen Wackelkopf, über meinen Link kauft, kostet euch das 0 Cent mehr, aber ihr supportet mich halt. Wer einen meiner Community-Posts gesehen hat, YouTube kennzeichnet so ziemlich alles, was ich hochlade, als nicht werbefreundlich, was ziemlich lächerlich ist. Also falls ihr Bock habt, checkt die Links ab. Dieses Video ist wahrscheinlich auch werbeunfreundlich, aber naja, scheiß drauf, haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash. Allahu Akbar.